Steve McQueen war sicherlich alles, aber kein gewöhnlicher Schauspieler oder Hollywood-Star im klassischen Sinne. Nein, der gute Mann war einer der größten Stars der 60er und 70er Jahre, eine Zeit lang der teuerste Schauspieler, den es in Hollywood gab. Er hatte mal eine Regel 3 Millionen für eine Rolle, 1,5 Millionen im Voraus, wenn ich nur das Drehbuch lesen soll, und dann nochmal 1,5 Millionen, wenn ich den Film mache. Ja, so, von dieser Sorte Typ war der wohlgemerkt in den 70ern, als 3 Millionen noch ein bisschen anderen Wert hatte als heute 3 Millionen. Er war einer der größten Stars auf dem Planeten, der sogenannte King of Cool, obwohl ich mit diesem Begriff nicht so viel anfangen kann, und konnte verlangen an Geld für eine Rolle, was er wollte, und konnte auch die Projekte aussuchen, die er machen wollte. Eines dieser Projekte ist Le Mans. Steve McQueen wäre dieses Jahr 91 geworden, Le Mans ist dieses Jahr 50 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Und einem sehr schönen, selbstgebastelten Rennoverall. Aus einem alten T-Shirt und mit bisschen Edding. Ich habe ein begrenztes Budget, was soll ich sagen? Ursprünglich aufmerksam geworden auf diesen Film bin ich dadurch, dieses Buch über Steve McQueen, wo es nicht nur um Steve McQueens Filme geht, sondern auch um seine Leidenschaft für den Motorsport. Da wird ausführlich darüber berichtet, was es so für ein Typ war, welche Faszination er mit allem hat, was schnell gefahren ist, und unter anderem auch, was da bei den Dreharbeiten los war, obwohl Dreharbeiten ein viel zu kleines Wort ist für das, was da hinter den Kulissen passiert ist. Ursprünglich hatte er einen Deal mit Warner Brothers gemacht, Ende der 60er, weil Steve McQueen immer berühmter und immer größer wurde. Da konnte er so ziemlich machen, was er wollte, und hat seine eigene Produktionsfirma begründet, Solar Entertainment. Der erste Film, der unter diesem Banner gemacht wurde, soweit ich weiß, war Bullet von 68 mit Regisseur Peter Yates. Insgesamt lief der Vertrag über 6 Filme, also die Produktionsfirma von Steve McQueen, Solar Entertainment, hat die Produktion übernommen und Warner Brothers hat den Verleih und den Vertrieb übernommen. Und dieser ursprüngliche Deal, der ging über 6 Filme, wurde dann nach 2 Filmen wieder eingestampft. Der erste war Bullet, das war ein Riesenerfolg. Und da haben fast alle in Hollywood gesagt, Mensch, guck mal, der McQueen, was der anpackt, das wird zum Erfolg. Und jetzt da hat er die Macht von den Studiobossen weg und hat seine eigene Produktionsfirma gegründet. Und dann wird das noch ein Erfolg. Der Typ hat ja alles richtig gemacht. Und 3 Jahre später macht er Le Mans. Das Ding wird ein Riesenflop. Wenig später ist Solar dann pleite gegangen und aus diesem 6-Filme-Deal wurde nichts. Der hat sich in Rauch aufgelöst und dann haben dieselben Leute gesagt, ja Mensch, also der ist Schauspieler, aber kein Produzent. Man kann doch sowas Kompliziertes wie es produzieren und den Vertrieb von Filmen kann man nicht so einem dahergelaufenen Schauspieler überlassen. Also der hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich finde, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also hier in diesem Buch geht es auch unter anderem darum. Kann ich euch gerne mal in die Infobox packen mit ISBN und allem Zick und Zack. Nicht nur für Steve McQueen-Fans oder für Motorsport-Fans wirklich lesenswert, sondern insgesamt eine echt interessante Lektüre. Aber zum Film. Tja, das ist schon meine erste Schwierigkeit, denn das als Film zu bezeichnen, das fällt mir nicht ganz so einfach. Also das ist kein Film im klassischen Sinne, es hat mehr was von einer Dokumentation, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ursprünglich war Peter Yates für die Regie vorgesehen, mit dem er ja 3 Jahre zuvor Bullet gedreht hatte und wo es ja auch eine der berühmtesten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte gibt, wäre also prädestiniert. Der hat aber abgesagt. Als nächstes wollte McQueen zusammenarbeiten mit John Sturges, seinem Regisseur, mit dem er insgesamt 3-mal schon zusammengearbeitet hatte, unter anderem ja bei Gesprengte Ketten und Die glorreichen 7. Der hatte aber eher sowas wie einen klassischen Hollywood-Film im Sinne. Also will sagen, es gibt eine vernünftige Handlung und es gibt ein fertiges Drehbuch, auch wenn das bei den meisten Hollywood-Produktionen nicht immer der Fall ist, aber es gibt ein vernünftiges Drehbuch und einen klar abgesteckten ersten und zweiten und dritten Akt und dann gibt es einen Showdown und eine Auflösung und eine klassische Handlung. Und das hatte McQueen nicht so im Sinn. Der wollte eher so den Alltag der Rennfahrer glaubwürdig abbilden und hatte mehr was von Improvisation im Sinne. Das hat John Sturges überhaupt nicht gepasst. Irgendwann haben sich die 2 Männer da verzofft und die jahrelang eine gute Geschäftsbeziehung hatten und auch sowas wie Freunde geworden sind, haben danach nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Der englische Rennfahrer Sir John Whitmore hatte dann auch Vorschläge gemacht an Steve McQueen, wie man daraus einen vernünftigen Film machen könnte. Das hat dem Star aber auch nicht gepasst. Schließlich holte er sich den TV-Regisseur Lee Katzin ins Boot, der das Ding dann irgendwie fertig wuppte und daraus, tja, dann sowas Ähnliches wie einen Film machte. In der Hauptsache geht es um das Duell von 2 Fahrern. Michael Delaney, gespielt von Steve McQueen, und Erich Strahler, gespielt vom späteren Traumschiff-Kapitän Siegfried Held. Und dass die beiden eben an einem der berühmtesten Autorennen der ganzen Welt teilnehmen und da gegeneinander antreten und es geht darum, wer gewinnt. Und nebenbei hat Delaney dann noch Zeit, sich abseits von der Rennpiste
in die Witwe eines Fahrers zu verlieben, der letztes Jahr bei Le Mans bei einem Unfall gestorben ist, ausgelöst unter anderem durch Delaneys Fahrfehler. Das war es im Grunde an Handlung, und Handlung benutze ich hier, diesen Begriff benutze ich vorsichtig. Ich kann das Ganze nicht so richtig einordnen. Also für eine Dokumentation ist es zu sehr geplant, und es gibt ja fiktive Figuren. Und es gibt sowas wie einen Auftakt und einen Mittelteil und dann den Ende des Rennens. Also eine klassische Filmstruktur. Aber für einen richtigen Film ist es zu viel improvisiert und zu viel Doku-Stil. Und die ersten handgestoppten 36 oder 37 Minuten gibt es keinen hörbaren Dialog. Man verfolgt einfach nur, tja, nicht wie ein Kinozuschauer, sondern eher wie ein Fernsehzuschauer ein Rennen verfolgt. Verfolgt man hier, wie eben die Autos dauernd im Kreis fahren, und hier gibt es einen Pitstop und da gibt es einen, der eine Fahne schwenkt, und da wird dann mal eine Totale gefilmt mit den Zuschauern, und was ich lerne so, als Zuschauer bekomme ich mit, was da so an der Strecke los ist, während das 24-Stunden-Rennen läuft. Das wirklich als Film zu bezeichnen, ist ein bisschen kitzelig. Trotzdem finde ich, sollte man Le Mans auf jeden Fall gesehen haben, sofern man Fan von Steve McQueen ist oder sofern man Fan von Motorsport ist. Letzteres trifft auf mich nicht zu, und es gibt auch nicht viele Rennfahrerfilme, mit denen ich großartig was anfangen kann. Und wenn ich schon so eine Art Film gucke, dann eher Tage des Donners mit Tom Cruise, der also wirklich so eine klassische Dreiaktstruktur Hollywood-Handlung hat, oder Indianapolis mit Paul Newman, der 2 Jahre vorher rauskam, und daran hatte sich beispielsweise Peter Yates auch zuerst orientiert, oder Grand Prix von 66 mit James Garner, den ja John Frankenheimer gemacht hat. Übrigens, wie gut der Autorennen und Verfolgungsjagden drauf hat, hat man dann auch später gesehen in Ronin oder in French Connection 2. Also, wenn man so Interesse an einem klassischen Film hat, dann würde ich diese Filme eher empfehlen, und trotzdem ist Le Mans in allen Facetten irgendwie eine interessante Geschichte geworden. Ich würde das halt nicht als Film bezeichnen. Es ist mehr sowas wie ein Experiment. Filmisches Experiment. Also es kann sein, dass sowas an Filmunis unterrichtet wird, um zu zeigen, was man mit dem Medium Film so alles anfangen kann. Wer sich erwartet, ich setze mich jetzt dahin und dann gucke ich diesen Film und dann gibt es feurige, gepfefferte Dialoge und da gibt es einen klaren Protagonisten und dann gibt es einen klaren Antagonisten und diese beiden fahren jetzt ein Rennen gegeneinander und sind sich ganz konkurrenzmäßig am Bekämpfen. Das passiert hier nicht. Also 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das ist nun mal so. Ne? Da fährt Steve McQueen ein paar Mal im Kreis, so, und dann verschnaufen, Pause, dann sehe ich ihn beim Buffet und dann sehe ich ihn mit dieser Witwe von dem anderen Rennfahrer da rumschnacken und dann sehe ich ihn in seinen Trailer stapfen und dann zieht er sich einen frisch gewaschenen Overall an und dann setzt er sich wieder ins Auto und dann fährt er wieder weiter. Ja, und das Ganze handgestoppte 2 Stunden lang. Das ist nicht besonders aufregend oder spannend, ich finde es aber trotzdem interessant gemacht. Als Zuschauer kriegt man zu sehen, die besten Rennaufnahmen, die es 1971 für ein Kinoticket zu kaufen gab. Der Film kam halt nicht gut an, weil es kein Film im klassischen Sinne ist. Also der hat schon ganz gut ordentlich Geld eingespielt, etwa 18, 19 Millionen, ungefähr so viel wie Dirty Harry. Mit dem Unterschied, Dirty Harry hat ein Appel und ein Ei gekostet und hatte mit Clint Eastwood einen damals noch völlig unbekannten Hauptdarsteller. Das war hier das große Star-Vehikel für Steve McQueen, einen der teuersten Darsteller von Hollywood, hat Unmengen Geld gekostet und gemessen an den Erwartungen und an den Produktionskosten und was man damit verbunden hat und dass Solar Pictures jetzt durch die Decke geht und dass Steve McQueen jetzt der absolute Kracher ist, der nichts falsch machen kann, diese Erwartungen wurden leider nicht erfüllt. Übrigens, eine der Sachen, die die Faszination von Steve McQueen ausmacht, von seinen lässigen 60er-Jahre-Klamotten und den Sonnenbrillen mal abgesehen, war für mich immer sowas wie die Frauen wollten mit Steve McQueen in die Kiste und die Männer wollten sein wie Steve McQueen. Und der hatte irgendwie etwas, was alle ganz gut finden. Also wem so Muskelberge wie Schwarzenegger und Stallone zu überlebensgroß und zu Alpha-Männchen testosteronmäßig waren und wem aber Leute wie Ethan Hawke oder Johnny Depp zu zierlich und zu androgyn waren. Ja, dafür hat Mutter Natur Steve McQueen erschaffen. Ein kernigen Kerl, der durchaus fit war und Muskeln hatte, jetzt aber nicht so übertrieben und einfach, naja, ein lässiger Typ, der sich vernünftig anziehen konnte und einigermaßen fit war und stahlblaue Augen hatte und ein ganz cooler Typ und der im Anzug genauso lässig aussah wie in Jeans und T-Shirt und man konnte mit ihm sicher in seiner Villa über das Weltgeschehen diskutieren oder auch in der Kneipe um eine Ecke beim Bier sitzen. Ich glaube, das hat so unter anderem die Faszination von Steve McQueen ausgemacht. Ich bin jetzt kein riesen Steve McQueen-Jünger, also ich habe vier oder fünf, Sekunde mal. Was habe ich denn? Bullet, die glorreichen 7, Kanonenboot an Yangtze Kiang, gesprengte Ketten und Getaway, 5.
Ich habe 5 Steve McQueen-Filme. Er hat bestimmt genauso viele gute wie schlechte Filme gemacht. Also Flammendes Inferno, Katastrophenfilm, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich, Tom Horn, Durchschnittswestern, damit kann ich nicht viel anfangen. Was ist denn hier los? Ich bin ja kein Granaten-Steve McQueen-Fan, aber trotzdem finde ich, die Mehrzahl seiner Filme sind durchaus sehenswert und sei es nur aufgrund des Hauptdarstellers. Cincinnati Kid fällt mir noch ein, den fand ich richtig cool. Und ich finde auch Le Mans sehenswert und ich finde auch dieses Buch lesenswert, obwohl ich jetzt echt nicht viel mit Motorsport am Hut habe. Also das ist ein Experiment, auf das man sich einlassen muss. Deswegen tue ich mich mit einer Bewertung dieses Filmes oder einer Punktevergabe, tue ich mich ein bisschen schwer, weil das kein Film im eigentlichen Sinne ist. Es ist mehr ein Erlebnis. Und die Motorengeräusche röhren so röhrig, wie man es im lautesten Fast and the Furious Film noch nicht gesehen hat. Und wer beispielsweise Ford vs. Ferrari geguckt hat oder Le Mans 66, je nachdem, wo man wohnt, hieß er ja mal so rum oder so rum. Also wenn man diesen Film interessant fand, dann wird man auch sicher Le Mans von 71 interessant finden. Und wenn man Fan von Steve McQueen ist, dann wird man diesen Film sowieso interessant finden. Und bei Fans von ihm ist das Ding sowieso beliebt, weil man hier wirklich ausnahmsweise mal einen richtig authentischen Steve McQueen zu sehen bekommt. Und was ich gut finde, ich bin ja nicht so ein Freund von so Laberfilmen. Es greift halt das alte Filmmotto Show, Don't Tell. Also in anderen Filmen würden sich die Fahrer wahrscheinlich gegenseitig totquatschen. Wie zum Beispiel in Rush fand ich semi-unterhaltsam. Und da wurde für mich viel zu viel gelabert und Küchenpsychologie gemacht. Das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es einfach nur voll auf die 12 und ich bin mitten im Renngeschehen drin. Übrigens kein Getrickse, kein CGI oder irgendwelches so Gedönse. Das wurde alles wirklich so vor der Kamera gefilmt. Im Gegensatz zu diesen ganzen Vin Diesel-Kloppern bei den Autos von einem Hochhaus ins andere. Also so ein Blödsinn. Mit dieser Art Film beispielsweise kann ich nichts anfangen. Da gucke ich lieber nochmal Le Mans. Kann ich euch diesen Film also empfehlen? Ja, irgendwie schon und irgendwie nicht. Sofern ihr nicht was mit der Materie anfangen könnt, lasst sie lieber bleiben. Wenn ihr was mit der Materie anfangen könnt, auf jeden Fall gucken. Blu-ray bzw. DVD gibt's als Schnäppchen im Internet und ich habe sogar gesehen, illegalerweise gibt's das Ding als Bootleg hier auf YouTube. Liegt vielleicht daran, also offiziell sind die Rechte bei Paramount, aber dadurch, dass das Ding ursprünglich von Solar produziert wurde und es diese Firma nicht mehr gibt, macht sich wohl keiner die Mühe, das Internet danach abzusuchen und rechtlich gegen vorzugehen. Also ja, dann kann man sogar für Umme hier auf YouTube gucken, wenn man will. Ich gebe heute mal keine Punktebewertung, ich gebe eine vorsichtige Empfehlung für alle Freunde dieser Art Materie. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Lest vielleicht mal ein lässiges Buch und bis zum nächsten Mal.